Willkommen zurück hier bei GTA Vice City. Ja, ich habe Dr. Google gefragt und es waren einige Leute verwirrt, was mir ehrlich gesagt gefällt, weil ich mir jetzt nicht alleine so dumm vorkomme. So, ich glaube, ich weiß jetzt so grob, was wir tun müssen. Also wir fangen erstmal bei der Werft an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir da tun müssen. Ich steige jetzt einfach mal in so ein Boot ein, würde ich sagen. Das ist so das Einzige, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich probieren könnte. Denn es hieß, wir müssen tatsächlich überall so weit kommen, dass uns die Immobilien, die wir gekauft haben, also die gewerblichen Immobilien, Geld bringen. Das ist jetzt so Long Story Short. Und das klappt hier. Ich habe keine Ahnung wie. Aber es klappt irgendwie. So viel ist klar. Ich gehe mal hier rein. Aber hier ist ja. Hier ist keine. Hier ist keine Mission, die wir machen können. Deswegen würde ich in so ein Boot einsteigen. Wir nehmen mal das hier. Okay. Sammle die Päckchen ein, ehe die Zeit um ist. Okay. Oh shit, da ist noch eins. Wie viele sind das denn? Ich muss die Zeit noch, die Musik noch ausstellen. Okay, wo ist das Päckchen? Da, okay, perfekt. Oh, ich bin genau falsch gefahren. War ja wieder klar. Oh. Okay. So. Da lang, okay. Ja, also ich bin schon mal halbwegs richtig anscheinend. Aber ich muss sagen, Bootsmissionen hasse ich echt am meisten. Perfekt. Wirklich wieder perfekt geregelt hier. Ich weiß nicht, ob Fails mit einberechnet werden oder ob ich das wirklich in einem durch perfekt machen muss. Denn das war ein weiterer Fail. So, ich muss einmal kurz drehen, aber ich denke, das wird schon jetzt nichts. Also das ist jetzt schon Ende. Einmal so ein bisschen zurück und jetzt nach vorne. Das hat schon mal halbwegs funktioniert. Oh Gott, ich hasse einfach nur die Steuerung. Also wirklich, es gibt nichts, was ich mehr hasse. Ja, okay, das hasse ich auch. Das gehört dazu. Hat nicht funktioniert. Ja, ich kann mich schon auf den Rückweg machen, ganz ehrlich. Es ist. Das war's. Verkackt. Und hier bleibe ich auch noch hängen. Ja, es wird noch lustig. Merkt ihr schon. Ich auch. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich glaube, es wird auch noch echt peinlich, denn wir haben ja den Stripclub gekauft. Und da hieß es, wir müssen uns eine Tänzerin irgendwie so und so lange angucken und ihr, glaube ich, $600 schenken oder so. Also, das war ja beim letzten Mal noch nicht unangenehm genug. Nein, nein, das wird jetzt noch schlimmer. Tatsächlich. Ja. Ich freue mich drauf, nicht. Ja, es ist vorbei. Komm, akzeptieren wir es. Unser Schicksal ist besiegelt. Ja, die springt schon alle freiwillig ins Wasser. Kann ich verstehen. Wie? Wieso? Wieso? Das ist ja schon dumm. Also ich bitte euch. Oh, damn, okay. Ich habe jetzt einfach mal das andere Boot genommen. Hatte jetzt auch nicht wirklich einen Grund. Wie? Zum Glück haben Boote, wenn man Gas gibt, einen relativ guten Wendekreis. Das heißt, man muss einfach nur grob im Kreis fahren und dann passt es eigentlich meistens. Oh, damn. Auch mal gucken, ob wir dieses Mal weiterkommen als beim letzten Mal. Ich würde es mir wünschen. So, nein, bitte dieses Mal nicht. Oh, es ist so dumm gemacht.
Und ich bin auch einfach zu schlecht dafür, seien wir ganz ehrlich, also. Ne? Das hat natürlich auch wieder nicht hingehauen. Ich würde auch einfach mal direkt hier über den dritten drüber springen, weil es einfach der einfachere Weg da raus ist. Frag ich, wie es ist. So, hier müssten wir jetzt wieder rein. So. Haben wir wieder so ein kleines Stück zurück und so sollte es auch eigentlich, oder? Ja, es war mal wieder perfekt. Also. Es ist dasselbe. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich tatsächlich sogar noch eins weiter gekommen. Ja, und jetzt scheitere ich schon hier. Also, es läuft wieder. Ach man, die Bootsteuerung ist so beschissen, weil sie halt nur beim Gasgeben halt sehr direkt ist, aber sonst halt überhaupt nicht. Ich meine, das ist so ein bisschen auf Möchtegern realistisch gemacht, aber. Das wiederum nicht. Da bin ich jetzt einfach über das Paket drüber geflogen. What the fuck? So null Sinn. Okay. Wo ist der Bums jetzt? Ja, das hat funktioniert. Komisch, komisch. Ja, ich denke, es ist wirklich sehr, sehr, sehr eng von der Zeit her. Es kann auch jetzt echt sein, dass es jetzt ein Weilchen dauert oder vielleicht nehme ich es auch irgendwie dann nochmal anders auf oder so. Ich muss dann mal gucken. Wir werden sich jetzt unsere Boote auf jeden Fall stapeln. Jetzt ist hier auch nur noch eins. Mann, das mit der Musik nervt halt auch so doll, ne? Ich habe so oft schon versucht, das umzustellen. Vielleicht mache ich das dieses Mal, bevor ich losfahre. So. Hat halbwegs geklappt. Oh, damn. Ach, dieser Ladescreen. Einfach absolut unnötig und dumm. Das Boot hat keinen so guten Wendekreis. Da muss ich ein bisschen zurückfahren. So. Ja, okay. Soweit, so gut. Glaube ich. Oh Jesus, das wird doch wieder alles nichts. Ich sehe schon wieder dunkelrot. Ich fahre jetzt auch mal nicht mit zu viel Gas darüber. Vielleicht war das ja bisher mein Fehler. Oder auch nicht. Ich hasse gerade alles. Ist hier noch irgendwo... sind das Delfine oder Haie? Beides jetzt nicht so unbedingt zufriedenstellend. Wie komme ich jetzt wieder runter? Muss ich jetzt ernsthaft sterben, um hier wieder runterzukommen? Ist das ein Joke? Och nö. Komm schon, Boot. Es bewegt sich ja noch so ein bisschen. Vielleicht haben wir ja irgendwie Glück und müssen doch nicht sterben, um hier runterzukommen. Aber das ist doch... Also das ist halt wirklich dumm gemacht. Die dachten sich bestimmt so, ja, wenn man hier schon irgendwie drauf landet, dann kommt man mit dem Boot hierher, aber... Ich glaube, sie haben nicht mit mir gerechnet. Das ist so ein bisschen das Ironische. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich muss echt einfach springen. Ja, komm. Fuck it. Gut. Dafür brauchen wir eh keine Waffen. Von daher ist gut. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern ich das Ganze jetzt hochladen soll, wenn ich ehrlich bin. Denn, wir sind jetzt bei 9 Minuten. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich es oder so, aber... 9 Minuten. Okay, vielleicht machen wir es doch ein bisschen anders. Ich meine, wir sind bei 9 Minuten. Das heißt, wir haben die Hälfte der Folge jetzt schon für sinnlosen Schrott verschwendet.
Das heißt, wir nutzen den Rest der Folge jetzt für was Sinnvolles und holen uns erstmal das Geld von der Eisfabrik. Da muss man ungefähr 50 Verkäufe machen. Und dann sollte man da auch Geld bekommen. Wir haben schon einige gemacht, deswegen soll es nicht so lange dauern, denke ich. Wir schauen einfach mal. Ich denke, das sollte relativ fix gehen. Wir haben ja noch über 10 Minuten. Let's go. Das Auto ist zwar gelb und sieht in gelb absolut beschissen aus, aber mach mich hier mal kurz. Ich mache kurz das aus. So. Hallo? Hallo? Ich kann die Musik gerade nicht einstellen. Okay, jetzt geht's. Ich habe einfach wild auf den gleichen Tasten rumgedrückt. Ich weiß es nicht, vielleicht muss da rechts auch eine 50 stehen, das kann halt wirklich sein. Sollte zum Flughafen fahren, glaube ich. Wo sind viele Menschen? Ja, so in Richtung Downtown, oder? Hallo, Sir, möchten Sie ein paar Drogen? Oh Mann, ist das stumpf. Und das Auto hinter uns muss einfach warten. Hallo. Okay, hier sind sogar gar nicht so wenig Leute. Es geht. Ich wollte gerade sagen, ist da oben rechts im Bild ein fliegender Delfin, aber es ist ein Zeppelin. Surprise. Da sieht man schon, was GTA mit meinem Gehirn macht. Also innerlich tot. Wollen die wohl Drogen kaufen? Oh, eher nicht. Die sind nicht so gut auf uns zu sprechen, glaube ich. Ja, ja, schießt mich ruhig ab. Alles gut. Ja, vielleicht. Hallo. Ich meine, da vorne stehen die anderen Typen. Ich glaube tatsächlich, wenn die es wüssten, würde es denen nicht gefallen. Fahr mal so ein Stück zurück. Die Lady will doch bestimmt auch. Ja gut, jetzt haben wir immerhin schon mal 10 und die Lady habe ich dafür umgefahren, dass die Karte nichts kaufen wollte, natürlich. Absolute Frechheit, sie sollte sich schämen. Sir? Anscheinend nicht. Oh Mann, er vielleicht? Ja, er will was kaufen. Unglaublich, und davon stehen wieder die Typen. Denen passt das bestimmt ganz und gar nicht, wenn die wüssten. Ich weiß es halt leider nicht mehr, wie viele wir beim letzten Mal hatten. Mann, wie die jedes Mal auf mich schießen wollen, wie frech. Ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich von Anfang an den normalen Weg nehme. Einfach nur, weil ich hoffe, dass hier irgendwo Menschen rumstehen. Hier sind tatsächlich nicht unbedingt wenig Leute. Na gut, jetzt nutzen wir die Mission zumindest noch dafür. Okay, hier sind echt viele Leute. Ich versuche so ein bisschen die Polizei im Auge zu behalten, falls sie mal kommt. Heavy on the
Oh Mann, ich hoffe echt nicht, dass wir 50 am Stück machen müssen. Das wäre echt brutal. Haben wir ein Stück vor. Damit die Lady auch noch ankommen kann. Die Lady möchte anscheinend nichts mehr. Oder hat sie schon gekauft? Ich weiß es nicht. Ah, okay. So werden wir die einfach nur los. Ja, sad story, aber so ist es nun mal. Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte, wenn es wirklich 50 sein müssen. RIP. Jemand von Ihnen vielleicht? Okay. Also in Downtown geht's ordentlich ab. Ich dachte gerade, vielleicht fahren wir zum Stadion oder so. Da sind immer sehr viele Leute rumgelaufen, aber keine Ahnung. Möchten Sie? Anscheinend nicht, okay. Dann halt nicht. Sie vielleicht? Ja. Oh, damn. Dass wir das dafür tun müssen, ist irgendwie echt schon... Es tut ein bisschen weh. So, der Typ ist... Lol, der hat ihm einfach das Auto geklaut. Okay, ich weiß, warum er einer meiner Kunden ist. Sagen wir es so. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, Polizei. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Oh, oh, Polizei von hinten, aber das ist gerade nicht so schlimm, glaube ich, oder? Okay, alles gut, glaube ich. In der Gegend sind keine Kunden. Typ, fahr doch nicht vorwärts, wenn ich zurückfahre. Was für ein Idiot. So. Hallo? Sie möchten doch bestimmt was. Bin mir sicher. Jemand von Ihnen? Die Lady ist sich noch nicht sicher. Und wir haben wieder einen Stern. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Sie vielleicht? Anscheinend nicht. Okay, tschüss. Okay, wir haben jetzt immerhin schon mal über die Hälfte. Oh, oh, Polizei. Polizist, Polizist. Verfolgt diesen Mann. Immerhin nicht mich, was okay ist. Aber das kann doch kommen. Deswegen muss ich jetzt erst recht aufpassen. Sag ich ja. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Tschüss. Oh, noch ein Polizist. Er hat mich schon gerufen. Das heißt, er war böse. Muss mich wieder umgucken. Polizei hinter uns, aber ist gerade nicht so schlimm. Wir haben gerade keinen Stern mehr. Okay, wir haben wieder einen Stern. Ich warte einfach, bis die ausgestiegen sind. Beziehungsweise er. Tschüss. Nee, ich denke nicht. Ich verstecke mich einfach mal ganz kurz hier. Perfekt. So. Damit sind wir das auch schon mal los. Oh, ein Polizist. Aber mein Plan ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, oder? Hallo, wollen Sie Eis kaufen? Wenn ich hier so drauf fahre. Der Plan war nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube, wir müssen echt 50 am Stück verkaufen. Die Frage ist nur, wie komme ich hier halt wieder weg? Das wird interessant. So. Da sind noch mehr Leute. Nicht irgendwie hier so abgreifen oder so.
Möchten Sie Drogen kaufen? Der eine will tatsächlich. Los, beeil dich, da stehen gerade ganz viele. Komm schon, ich weiß, dass ihr es wollt. Oh Gott, dann halt nicht. Okay, ich fahre woanders hin. Es fehlt halt nicht mehr viel. Wir machen das jetzt noch in der Folge auf jeden Fall zu Ende, sonst haben wir gar keinen Inhalt. Und dazu habe ich dann doch einen etwas zu hohen Qualitätsanspruch. Sage ich. In dieser Gegend sind keine Kunden noch. Da müsste ich gerade erstmal einen Typen für platt fahren, für diese Schreckensnachricht. So. Wie sieht's mit der Lady aus? So wie sie gehen, benötigen sie viele Drogen. Sie muss erstmal Großeinkauf machen. Dachte ich mir schon. Oh, noch ein Typ. Naja gut, ist jetzt vorbei. Sorry, not sorry. Ja, dass die beiden auch was brauchen, war eigentlich auch zu erwarten. Wir haben wieder einen Stern. Das heißt, wir müssen wieder aufpassen. Mann, wieso laufen hier überall genau die gleichen NPCs rum? So. Hätte man das nicht ein bisschen abwechslungsreicher machen können? Wir haben jetzt gleich 50, also eigentlich müsste es jetzt soweit sein, oder? Einer fehlt uns noch, euer Ernst, als ob hier von denen keiner was kaufen will, vor dieser Halle. Ich weigere mich, mich damit abzufinden. Ich glaube, ich mache noch mal so ein bisschen weiter bis zu 60 oder so und dann steige ich aus. Ich würde nämlich sagen, prinzipiell lieber ein paar mehr als zu wenig. Vielleicht reicht es dann ja auch. Vielleicht müssen wir auch echt 100 machen oder so. Das wäre komplett Absturz. 50 fand ich schon scheiße. Also in dem Artikel stand halt 50. Die Sache ist auch, ich erinnere mich halt einfach überhaupt nicht mehr dran. Ich weiß, dass wir irgendwie sowas in der Art machen mussten. Also irgendwann mal. Ich weiß noch nicht wann. Und jetzt gerade muss ich irgendwie zum Paint Spray flüchten, glaube ich, weil die ein bisschen mad auf mich sind. Hallo. Bieg einmal hier ab, ne? So. Das nenne ich mal Verfolgungsjagd. Sehr, sehr spannend gerade. Ich bin schockiert über diese Spannung. So. Hallo. Wir haben jetzt 56. Ja, gut. Bitte funktionier, bitte funktionier. Ja, es funktioniert. Okay. Der will einfach hier drin Drogen kaufen. What the fuck? Immerhin haben wir jetzt einen blauen Wagen. So. Ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt 58. Dann mache ich jetzt echt noch 2 und dann steige ich erstmal aus. Ich hoffe halt, wir müssen nicht 100 am Stück machen. Das wäre halt wirklich ungünstig, weil dann fehlt uns noch einiges. Ja, in der Stadt lief es halt echt ganz gut, ne? Muss man echt sagen. Aber okay, das reicht dann auch auf jeden Fall. Hier rechts ist doch auch wieder die Eisfabrik, oder? Eisfabrik vor allem. Hm. Ja, nicht. Okay, ich versuche das jetzt wieder abzubrechen oder so. Klappt nicht. What's going on?
Scheint funktioniert zu haben. Okay. Gut. Also haben 50 wahrscheinlich gereicht. 3000 ist jetzt nicht so viel, aber ist okay. Ja, ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Okay, wir müssen das vielleicht doch nicht mit allen machen. Ich glaube, das ist die letzte Mission, die angetriggert wurde jetzt gerade, dadurch, dass wir das geschafft haben. Also müssen wir die anderen vielleicht doch nicht machen, sondern irgendwie nur von ein paar oder so. Keine Ahnung, aber ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge und in der nächsten Folge kommt dann eventuell die letzte Mission. Bis dahin.